begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Schalke 04 gegen FC Augsburg. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. S04 gehört zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga, aber so die ganz großen Erfolge, Buschi, die liegen ja doch schon eine Weile zurück. Ja, Schalke gehört zu den Traditionsvereinen, die Probleme hatten und haben. Fans sind da, das ganz große Flair ist ja auch da. Hat schon was ganz Besonderes, dieser Club, aber es gelingt eben zu selten, das dann auch in Topleistungen auf den Rasen umzumünzen. Und wenn du mich fragst, ich find's schade. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen? Ist eine eher klassische Anordnung, glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Und da ist sie, die Startaufstellung des FC Augsburg. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Der FC Schalke 04 mit dem Anstoß. Spiel beginnt. Mohr. André Hahn. Super dazwischen gegangen. Gobeleov. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Terodde. Mohr. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Hereingabe jetzt. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Elvis Redzepi. Gobeleov. Kann sich durchsetzen. Damit ist dieser Angriff erstmal beendet. Jetzt könnte es gefährlich werden. Wichtige Aktion. Niederlechner. Augsburg vielleicht jetzt über außen. Das gibt Einwurf. Gut gemacht, gutes Tackling. Könnte die Führung werden. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, wer will ihn da noch aufhalten? Wer will ihn da noch stoppen? Das ist eine sichere Bude. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Klärt den Zeiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt.
Jetzt ist er durch. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Florian Niederlechner. Niederlechner! Das macht er sicher. Mohr. Terodde. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Die Parade bei diesem Kopfball. Echte Torgefahr sieht anders aus. Absolut, Wolf. War doch eher ungefährlich. Niederlechner. André Hahn. Die Nebenleute bieten sich da schön an. Florian Niederlechner. Können Sie was draus machen? Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Jetzt die Ecke. Oh, misslungene Befreiung hier. André Hahn. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal Durchatmen angesagt. Und jetzt geht's hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Schirmt den Ball da super ab. Jetzt wird das frühe Stören so perfekt eingesetzt wird. Dann wird es eng. Ja, toll gehalten. Sie wechseln aus. Jetzt der Eckball. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Es gibt Elfmeter. Sofort die Entscheidung der Schiedsrichterin. Aus meiner Sicht absolut vertretbar. Die Schiedsrichterin gibt hier Elfmeter, verzichtet aber auf eine Verwarnung. Ein bisschen überraschend, denn das hätte mindestens eine gelbe, vielleicht sogar die rote Karte geben müssen. Jetzt können sie den Ausgleich schaffen. Der geht nicht rein. Nein, da war der Torwart da und hat ihn ganz stark. Kurze Ecke. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. War dann doch zu halbherzig. Yoshida. Schalke hat deutlich weniger von diesem Spiel, was den Ballbesitz angeht. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Ja, wird Einwurf geben, kommt dann nicht mehr ran an diesen Pass. Vargas. Niederlechner. Vargas. Guter Pass jetzt. Ah, auf den ist einfach Verlass. Anspielstationen werden da, machen sie sehr gut. Florian Niederlechner. Augsburg ganz geduldig. Mohr. Ja, starker Pass.
hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Jetzt kommt der Wechsel. Gehalten, Ball kam aufs Tor, aber wirklich präzise, wirklich hart war er nicht. Vargas. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr, mal sehen, was sich noch tut. Govileov. Daniel Caligiuri. Niederlechner. Auf ihn ist Verlass, schöner Block. Bei ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Jetzt kommt die Ecke. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. So, was machen sie draus? Er versucht's. Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Schalke jetzt über außen. Die Chance hier. Hätte auch drin sein können, aber das ist halt ein Meister auf der Linie. Der ahnt diese Dinger, der springt genau im richtigen Moment. Super Parade. Ecke kommt ins Zentrum. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Sie klären. Mohr. Jetzt kommt die Flanke. Gute Aktion hier vom Torwart. Sein Team darf weiter auf ein Unentschieden hoffen. Ja, absolut. Wäre das Ding drin gewesen, hätten sie die Partie abschreiben können. Jetzt die Ecke. Erstmal der Befreiungsschlag. Arne Meyer. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Das ist natürlich ein guter Pass. Unfassbar! Sie packen es doch noch und gleich hinaus. Wir schauen auf die Entstehung des Tores. Sie bringen den Ball rein und dann kommt der Ball aufs kurze Eck. Drin ist er. Traut sich nicht jeder, aber hier wird der Mut tatsächlich belohnt. Tor. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Schalke jetzt über außen. Gibt's hier vielleicht doch noch die Chance auf den Siegtreffer? Er kann wohl klären. Die Schiedsrichterin pfeift dieses Spiel ab. Nach 90 Minuten steht es hier unentschieden.